Liebe Schwestern, liebe Brüder, ich begrüße Sie alle recht herzlich zum Gottesdienst am Buß- und Bettag 2020 hier aus der Unionskirche in Kaiserslautern. Seit 25 Jahren feiern wir nun gemeinsam, wir, das ist die katholische Kirche, der Deutsche Gewerkschaftsbund und die evangelische Kirche, diesen Buß- und Bettag, den wir immer unter das Thema der Mensch und die Arbeit stellen miteinander. Wir sind heute zusammengekommen, um uns daran zu erinnern, dass Gemeinschaft Hoffnung schafft. Gerade in solch herausfordernden Zeiten ist es gut zu wissen, dass man nicht alleine ist. Und so lasst uns zusammen beten. Nicht die gleichen Antworten, aber die gleichen Fragen. Nicht die gleichen Wege, aber das gleiche Ziel. Nicht die gleiche Frömmigkeit, aber den gleichen Herren. Nicht alle gleich, aber alle eins. Sich gleichzeitig geliebt wissen und liebend. Liebe Kolleginnen und Kollegen, heute hier in dieser Form zeigt sich die Herausforderung unserer aktuellen Zeit. Wir müssen Rücksicht nehmen, solidarisch miteinander umgehen, nicht nur in unserem privaten Umfeld, nein, auch in unserer Arbeitswelt und der gesamten Gesellschaft. Dies ist aktuell und das ist, wo wir heute miteinander einladen, sich Gedanken zu machen, wie wir die Welt von morgen gestalten wollen. Die letzten Jahre wurden von uns gemeinschaftlich Themen kritisiert, Dinge angeprangert, ja, eingeladen, sich Gedanken zu machen. Und die aktuelle pandemische Lage zeigt wie ein Brennglas, dass diese gesellschaftlichen Probleme verstärkt wurden, ja, endlich sogar sichtbar gemacht wurden. Und wir würden und wir sollten uns Gedanken machen, was die Stellschrauben sind, um dieser Herausforderung gemeinschaftlich zu begegnen, ja, gemeinschaftlich eine bessere Welt zu kreieren. Wir haben eine Vielzahl von Unternehmen, von Betrieben, aber, und das ist wesentlich wichtiger, Menschen, Arbeitnehmerinnen, Arbeitnehmer, die aktuell in der Lage, in der Corona-Pandemie, zeigen, dass sie Tag für Tag existenzielle Ängste haben und haben müssen. Wir müssen gemeinschaftlich diese Probleme benennen und das können wir am sinnvollsten und am besten, wenn wir uns solidarisch, kollektiv vereinen und miteinander Wege finden. Denn solidarisch ist man nicht allein. Das ökumenische Team Kirche in der Arbeitswelt, bestehend aus dem Fachbereich Arbeitswelt im Bistum Speyer und der evangelischen Arbeitsstelle Bildung und Gesellschaft der evangelischen Landeskirche der Pfalz, haben, wie vermutlich von Ihnen viele auch, ein turbulentes Jahr hinter sich. Vor gut einem Jahr haben wir uns zusammengefunden und das Jahr 2020 geplant. Damals war die Welt gefühlt noch in Ordnung. Wir hatten viele tolle Angebote geplant, immer mit dem Blick, was brauchen die Menschen in der Arbeitswelt? Wie können wir sie unterstützen? Wie können wir ihnen etwas Gutes tun? Und welche Megatrends sind gerade präsent? Aber auch die Frage, wie wir Gemeinschaft in der Arbeitswelt schaffen können, hat uns immer beschäftigt. Und wir haben uns überlegt, dass wir diese am besten fördern können, wenn wir mit gutem Beispiel vorangehen. Und so haben wir einen gemeinsamen Öffentlichkeitsauftritt der beiden Kirche erstellt, um gemeinsam mit gebündelten Kräften mehr bewegen zu können. Basis unserer Arbeit ist immer der Kontakt zu Betriebs- und Personalräten. Diese suchen wir in der Regel auf, gehen mit ihnen in das Gespräch und hören ihnen zu. Und
bringen so in Erfahrung, was sie gerade bewegt. Dort wurde uns immer wieder berichtet, dass der Druck in der Arbeitswelt aufgrund von rasanten Veränderungen, Führungswechsel, Fusionen, Personalabbau oder gar Betriebsschließungen und der ständige technische Wandel herausfordernd ist. Hierdurch sind Arbeitsplätze und Existenzen der Menschen in Gefahr, weil oftmals nicht der Mensch im Mittelpunkt steht, sondern die wirtschaftlichen Interessen. Immer wieder wurde auch betont, wie wertvoll es ist und wie viel Mut es macht, wenn Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen an einem Strang ziehen, sich gegenseitig stützen und stärken. Denn nur gemeinsam können Hürden und auch Krisen überwunden werden. Mit dem Lockdown, verursacht durch die Corona-Pandemie, wurde das Leben und die Arbeitswelt förmlich auf den Kopf gestellt. Das Arbeiten im Homeoffice wurde plötzlich zum Alltag. Existenzängste, Homeschooling, alles Dinge, an die man zuvor nicht gedacht hatte und die nicht absehbar waren. Zuvor selbstverständliche Tätigkeiten wurden plötzlich wertgeschätzt und endlich gesehen. Andere wichtige Tätigkeitsbereiche, wie beispielsweise Fernfahrer, Feuerwehr und Einzelhandel, leider immer noch nicht, obwohl sie einen bedeutenden Beitrag für unser Miteinander leisten. Es mussten neue Formen gefunden werden, um Gemeinschaft leben zu können. Oftmals ging das nur digital, ohne den persönlichen Kontakt zu Kollegen und Kolleginnen. Alle Menschen im Betrieb, egal ob Führungsebene oder Angestellte, waren aufgerufen, zusammenzuhalten, um die Zeit gemeinsam gut zu meistern. Diese Solidarität hat den Menschen Hoffnung in dieser herausfordernden Zeit gegeben. Und es war gut zu wissen, dass niemand alleine ist. Unsere Aufgabe dabei war es, die Menschen zu begleiten. Oftmals geschah dies in Einzelgesprächen, aber auch besonders gefragt war in dieser Zeit unser Supervisionsangebot, die Betriebsbesuche, ein spontanes Telefonat oder eine einfache E-Mail mit dem Zeichen der Solidarität mit den Menschen in den Betrieben. Auch wir mussten umdenken. Aktuell sind wir dabei, unsere digitalen Formate auszubauen. Hierzu haben wir uns ein Good Morning Arbeitswelt überlegt. Das ist eine 30-minütige digitale Kaffeepause. Oder ein ähnliches Format ist unser Endlich Feierabend. Wir arbeiten gerade an einem Podcast zum Thema Homeoffice, um den Menschen zu zeigen, dass niemand mit den Herausforderungen alleine ist und Ideen zu geben, wie Homeoffice gestaltet werden kann. Aber auch unsere geplante Facebook-Seite soll Mut machen. Ich möchte Sie alle dazu einladen, diese Angebote auch in Anspruch zu nehmen. Ja, liebe Schwestern, liebe Brüder, Kolleginnen und Kollegen, wir haben es schon gehört. Dieser Buß- und Bettag 2020 ist wahrlich außergewöhnlich und wir alle begehen diesen Feiertag unter besonders schwierigen Umständen. Wir, ich hatte es eingangs schon erwähnt, Kirchen und Gewerkschaften waren in den Jahren zuvor am Buß- und Bettag unterwegs, im wahrsten Sinne des Wortes. Buß- und Bettag und Gottesdienste am Buß- und Bettag fanden in unserem Zusammenhang nicht in der Kirche statt. Dahinter verbirgt sich die Idee, den Gottesdienst an Buß- und Bettag mit der Welt der Arbeit zusammenzubringen. Und so waren wir in den vergangenen Jahren
in der Fabrik, im Klinikum oder bei der Agentur für Arbeit zugange, wenn wir miteinander Buß- und Bettag gefeiert haben. Der Buß- und Bettag ist sozusagen direkt an den Arbeitsplatz der Menschen gekommen. Dort haben wir die Menschen eingeladen, im Getriebe der Arbeit kurz innezuhalten. Gemeinsam haben wir unseren Ängsten und unseren Sorgen Raum gegeben, aber auch Wünsche und Hoffnungen geäußert. Wir schauen heute auf die großen Herausforderungen, die die moderne Arbeitswelt an alles stellt, ohne dabei diejenigen zu vergessen, die aus diesem System der modernen Arbeitswelt herausgefallen sind oder möglicherweise herauszufallen drohen. Sorge und Unsicherheit um den Erhalt des Arbeitsplatzes und die Zukunft der eigenen Existenz, Belastungen bis zur Überlastung durch Arbeit, Stress, psychischer Druck, Konflikte oder Mobbing, all das macht die Menschen bei der Arbeit krank. Chancen für die Zukunft, gerechter Lohn, Mitbestimmung und vieles, vieles mehr. All das hat uns an den vergangenen Buß- und Bettagen beschäftigt und es beschäftigt uns heute. Stets haben wir dazu Menschen in den Gottesdienst eingeladen, die den Gottesdienst mit uns gefeiert haben und dabei von ihren eigenen Erfahrungen berichten konnten. Und so war Buß- und Bettag dieser ungewöhnliche Feiertag, der eigentlich gar kein richtiger Feiertag mehr ist seit 25 Jahren, ganz nah bei den Menschen und nah bei einem zentralen Lebensthema der Menschen, die Arbeit. Wir haben es schon gehört, die Corona-Pandemie macht das in diesem Jahr unmöglich. Und so sind wir in ein Gottesdienstgebäude, nämlich in die Unionskirche in Kaiserslautern, zurückgekehrt, ohne Gottesdienstbesucher, ohne den Austausch mit den Menschen und der Arbeitswelt, die sie beschäftigt. Über diesem Gottesdienst, wir haben das vorhin schon gehört, steht das Thema Gemeinschaft schafft Hoffnung, gerade in dieser Zeit ein essentielles Thema. Angeregt durch folgende Erzählung aus dem Lukas-Evangelium, ein paar Gedanken zur Predigt. Ein Mann sah in seinem Weinberg einen Feigenbaum. Und als er kam und nachsah, ob er Früchte trug, fand er keine. Da sagte er zu seinem Weingärtner: Jetzt komme ich schon 3 Jahre hierher und sehe nach, ob dieser Feigenbaum Früchte trägt, und ich finde nichts. Hau ihn um. Was soll er weiter dem Boden seine Kraft nehmen? Der Weingärtner erwiderte: Herr, lass ihn doch dieses Jahr noch stehen. Ich will den Boden um ihn herum aufgraben und düngen. Vielleicht trägt er doch noch Früchte. Wenn nicht, dann lass ihn umhauen. Und so bitten wir: Herr, gib uns blinde Augen für Dinge, die nichts taugen. Und schenk uns Augen der Klarheit für deine Wahrheit. Amen. Was bringt eine Investition? Liebe Schwestern und Brüder, mit dieser Frage konfrontiert der Weinbergsbesitzer seinen Arbeiter oder den Weinbergsgärtner, wie er im Gleichnis genannt wird. Er betrachtet dabei seinen Feigenbaum, der seit mehr als 3 Jahren in seinem Vineyard steht, ohne dass er auch nur eine einzige Feige als Ertrag gebracht hat. Okay, wenn man gut will, der Baum spendet seinen Schatten und er trägt zumindest seinen Teil dazu bei, die Bodenerosion zu verhindern. Mehr schafft er aber nicht. Sonst gibt es bei ihm nichts zu holen. Jetzt reicht's, sagt der Weinbergbesitzer zu seinem Weingärtner: Hau ihn um. Auch nach langem Warten stehen also für den Weinbergsbesitzer Aufwand und Nutzen im Blick auf den Feigenbaum in keinem vernünftigen Verhältnis. Heute wird man sagen, der Weinbergbesitzer steht vor einer Abwägung von verschiedenen Eckpunkten des Marktes, um über die Zukunft seiner Investition, dem Feigenbaum, zu entscheiden. Also kurz gesagt, der Baum muss sich endlich rentieren, damit er dort noch länger stehen darf.
Am Ende muss, das ist die Logik des Marktes, mehr herauskommen, als hineingesteckt wurde. Das gilt für den Feigenbaum, umso mehr für den Menschen oder jede Kreatur. Das ist die Grundlage des Marktgeschehens und die Logik, der wir immer folgen. Am Ende muss es sich rentieren. Aber wann ist der Zeitpunkt erreicht, dass sich der Einsatz gelohnt hat? Und wie weit darf man dabei gehen, bis sich die eigenen Investitionen rentiert haben? Das heutige Marktgeschehen scheint darauf seine Antworten schon lange gefunden zu haben. Und in der Regel lauten die: Rendite, so viel nur irgend geht. Und ob wir wollen oder nicht, längst sind wir alle Teil dieses Marktgeschehens geworden, manchmal zum eigenen Leid, manchmal zur eigenen Freude. Niemand steht mehr außerhalb dieses bildlich gesprochenen Weinbergs. Und so sagen viele, dieser Weinberg ist zumindest der beste von allen schlechten. Einen besseren haben wir nicht. Unser Weinbergsbesitzer ist allerdings wahrscheinlich kein eiskalter Geschäftemacher und vielleicht steht doch nicht nur Rendite, so viel wie möglich um jeden Preis im Vordergrund. Er ist immerhin noch bereit, auf den Feigenbaum zu schauen in seinem Weinberg, der doch so gar nichts bringt. Und er ist mit dem Weingärtner, der in seinem Weinberg arbeitet, direkt verbunden und er fragt ihn um Rat und er hört ihn an. Er kennt die Menschen, die darin arbeiten und das, womit sie arbeiten. Er weiß, was daran wächst und gedeiht. Er weiß selbst noch, was zu tun ist, damit alles am Ende aufgeht. Er ist keine Heuschrecke, die plötzlich auftaucht, alles auffrisst, dann weiterzieht, wenn wirklich nichts mehr zu holen ist. Unser Weinbauer denkt nach. Er hört zu. Er wägt seine Entscheidungen ab, er zeigt sich geduldig. Seine Geduld setzt er sogar vor den Gewinn. Das Große und das Ganze steht vor dem Einzelnen. Das zumindest ist ungewöhnlich. Die Geschichte hat aber noch einen zweiten Blickwinkel und das ist der Blickwinkel auf den Feigenbaum. Er bringt nicht das, was er bringen soll. Er erfüllt nicht das, was seine Aufgabe ist. Auch der Feigenbaum, der keine Feigen trägt, ist aber für den gesamten Weinberg wichtig. Das ist die große Erkenntnis. Will sagen, am Ende liefern Geduld und Respekt die Grundlagen für den Erfolg. Am Ende ist es die Solidarität, die die Basis für eine lebendige und für alle gesunde Gemeinschaft liegt. Eigeninteresse ohne jeden Bezug hingegen, das würde diese Gemeinschaft, die voneinander und miteinander lebt, zerstören. Allerdings ist uns zwischenzeitlich die Radikalität im Kampf um das Leben und für den höchstmöglichen Gewinn wesentlich vertrauter als das, was sich da gerade in diesem Weinberg abspielt. Wir sollten uns auch eingestehen, dass wir alle immer auch Teil und verantwortlich für dieses ganze Geschehen sind und die Radikalität, die die christliche Botschaft, der Wert der Gemeinschaft der Menschen mit der Kreatur und untereinander beimisst, sollten wir immer wieder neu erkennen. Es geht um kein Geiz ist geil und hol raus, was nur geht Verhalten, sondern um die Zukunft von Mensch und Kreatur im Einklang. Keiner ist dabei aus der Verantwortung. Entsolidarisierung ist kein Prinzip, das ausschließlich von oben nach unten funktioniert. Um ihm entgegenzuwirken, braucht es das Gegenüber. Der Gewinn aus dem Weinberg bringt unter anderem den Lohn für die Arbeit. Der gerechte Lohn schafft den Gewinn an Solidarität und an Gemeinschaftssinn für eine menschenwürdige Gesellschaft. Eine des Menschen als Gottes Geschöpf würdige Gesellschaft achtet alles Leben jeglicher Kreatur und übt sich in Fürsorge und Schutz für die Schwachen und erkennt die Leistung und die Leistungsfähigkeit jeden Einzelnen an. Noch folgen wir in vielerlei Hinsicht dem Gedanken, hau ihn um. Selbst wenn er noch
eine wichtige Funktion innehat für den Boden und die Weinstöcke, folgen wir dem Gedanken, hau ihn um. Es wird Zeit, umzukehren. Die Radikalität im Kampf um das Leben und für den Gewinn ist uns noch vertrauter, als wir eigentlich wahrhaben wollen. Obwohl wir die Folgen dieses Handelns und Denkens längst kennen, nicht nur seit den Monaten der Corona-Pandemie. Das Gleichnis vom Feigenbaum lehrt uns Maß halten. Geduld und vor allem eins, Solidarität und Barmherzigkeit. Die Grundlage unserer Gesellschaft und die Hoffnung für die Zukunft. Und wenn wir auf unsere Welt schauen, von der Corona-Pandemie zur Klimakatastrophe und vielen anderen großen, schwierigen, herausfordernden Aufgaben bis hin zum grausamen Umgang mit der Kreatur, dann schließt sich der Kreislauf des Gleichnisses des Feigenbaums in Hoffnung, in Solidarität und Respekt vor dem Leben. Gott ist in diesem Gleichnis der Weinbauer, Jesus der Weingärtner und wir alle im gewissen Sinne der Feigenbaum. Nutzen wir den Tag, nutzen wir die Zeit, Gemeinschaft schafft Hoffnung. Amen. An dieser Stelle möchte ich ein Gebet sprechen. Wenn ich zweifelnd nicht mehr weiter weiß und meine Vernunft versagt, wenn die klügsten Leute nicht mehr weitersehen als bis zum heutigen Tag und nicht wissen, was man morgen tun muss, dann sendest du mir, Herr, eine untröstliche Gewissheit, dass du da bist. Du wirst dafür sorgen, dass nicht alle Wege zum Guten versperrt sind. Das Vaterunser ist das Gebet, was uns Christen vereint, unsere Gemeinschaft und unsere Hoffnung. Ich möchte Sie dazu einladen, auch von zu Hause vor den Bildschirmen mit uns gemeinsam das Vaterunser zu sprechen. Vater unser im Himmel. Geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Die heutige Predigt lädt uns ein, den Blick über den Tellerrand zu wahren und selbst zu hinterfragen, was kann ich tun, was kann ich, meine Familie tun, um unsere Gesellschaft, um unsere Arbeitswelt, unabhängig von klassischen Werktätigen bis hin zur Angestellten, dem leitenden Angestellten, ja sogar vielleicht dem Firmeninhaber beitragen kann, aus schwierigen Situationen etwas Gutes zu gewinnen. Meine Partnerinnen und Partner haben viele Punkte angesprochen, sei es Kündigungen, Kurzarbeitergeld, ja sogar existenzbedrohende Situationen. Eins sollten wir in unserem in heutigen Tag, in unseren vier Wänden hinterfragen, was kann ich tun? Ist es
wie Pfarrer Kiewer angedeutet hat, die Geiz-ist-Geiz-Mentalität der letzten Jahrzehnte, die wir ablegen sollten. Sollten wir vielleicht bei unseren Einkäufen daran denken, auf die SB-Kasse zu verzichten, denn damit zerstöre ich auch einen Arbeitsplatz. Und eins muss klar sein, mit diesen Taten, die wir im Alltag tun, bleiben wir bei dem Beispiel der Einzelhändler, mit dem Nutzen einer SB-Kasse verschwindet dieser Arbeitsplatz. Und mit diesem Arbeitsplatz, der verschwindet, kann sich der Kassierer, die Kassiererin auch beim Autohaus nebenan kein Auto mehr leisten. Die Folgen, die Verkettungen, die daraus entstehen, haben wir skizziert. Deshalb möchte ich einladen, dies zu überdenken, aber bei allen Ängsten, bei allen Überlegungen auch abzuwägen, sind vermeintliche Alternativen, die uns vorgegaukelt werden, die richtigen Wege? Sind es Organisationen, die heute gerade in dieser Lage um Corona meinen, mit einfachen Antworten eine kluge Antwort zu geben, die richtigen? Oder ist es vielleicht eher, dass wir uns wieder auf die Bedürfnisse besinnen, die Bedürfnisse von mir, aber auch die Bedürfnisse meines Nachbarn, meiner Nachbarin, die Überlegungen, die uns vom Kleinkind gegeben wurden, die Möglichkeiten, die unser Grundgesetz vorsehen, nämlich uns kollektiv zu vereinen. Es liegt bei euch. Wir würden uns freuen, kommt auf uns zu, kommt auf die Gewerkschaften zu, kommt auf die Kirchen zu und werdet Teil dieser Solidargemeinschaft. Denn Solidargemeinschaft schafft Hoffnung, sie schafft Vertrauen und sie ist ein Gegengewicht zu diesen vielen Eindrücken und Situationen, die auf uns einprasseln, um vielleicht die richtige Antwort zu geben, um gemeinschaftlich stark in die Zukunft zu starten und wir gemeinschaftlich die Welt etwas besser machen können. Und so schließen wir diesen Gottesdienst mit der Bitte um den Segen Gottes. Der Herr segne und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht über euch leuchten und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und schenke euch seinen Frieden. Amen.